Ich muss nichts tun, um wertvoll zu sein. Mich stattdessen erinnern. Ich bin Medizin in jedem Atemzug. Ich bin wertvoll. Ich bin Fülle. Ich bin Liebe. Ich bin Kraft. Alles ist da. Jetzt gerade. Oder spürst du die Geschichten, die Widerstände und die Trennung zu dieser Wahrheit? Es ist der Verstand, der deine Größe nicht anerkennen kann, da er gebunden ist an das, was er sieht und greifen kann. Deine Größe ist nicht greifbar, jedoch fühlbar. Hast du Angst zu fühlen? Allen Gefühlen in ihrer tiefsten Tiefe zu begegnen? Genau jenen schmerzhaften Gefühle, die eine dünne Papierwand sind, die dich von dem Fühlen und der Anerkennung deiner göttlichen Größe trennen. Deshalb sorgen die Machtvollsten dafür, uns mit Angst und Trennung zu nähren, damit wir nicht in unsere Kraft kommen. Denn dann verändern wir alles. Unsere Herzen setzen in Feuer, was uns noch zurückhält. Mich mit meinen Gaben, meiner Herzkraft, Leuchtkraft und Vision zu verstecken, ist fast wie unterlassene Hilfe für andere. Du bist genau die Medizin, die jemand anderes gerade braucht, um sich zu erinnern, um zu heilen. Du bist das Licht und die Inspiration für jemanden, der sich gerade nicht fühlen kann. Deine Berührung, deine Worte, dein Licht, dein Mitgefühl, deine Bewegung, dein Lächeln, deine Umarmung sind vielleicht genau das, was jemandem jetzt Heilung oder Hoffnung schenken könnte. Du bist Medizin, ohne dass du etwas dafür lernen oder Besonderes tun musst. Was ist noch im Weg, damit du es verstehst, lebst und danach handelst? Du bist in deiner Essenz Medizin. Wir sind alle Medizinfrauen. Erinnerst du dich, magische Schwester? In Liebe und Verbundenheit, deine Nina.